Red Send Zone. Hallo YouTube, das ist der Philipp mit F von Red Send Zone und heute beschäftigen wir uns mit den Coloud Colors Kopfhörern. Es gibt ein Review dazu. Genau gesagt sind es die Coloud Colors C22M Kopfhörer. Hier haben wir die Verpackung. Weg damit und hier haben wir die Kopfhörer in blau, genau wie die Verpackung. Und man sieht schon, dass Coloud zielorientiert ist, genau wie Urban Ear oder Skullcandy. Naja, Skullcandy ist scheiße. Naja, schauen wir uns mal die Kopfhörer an. Das Unboxing erspare ich euch jetzt mal. Ich meine, wer will schon Kopfhörer-Unboxing sehen? Das will kein Mensch sehen. Wer hätte ein iPad, würde es natürlich machen. Ich werde jetzt halt die genau reviewen. Also, hier haben wir die Kopfhörer. Das sind halt On-Ear-Kopfhörer, wie man sieht. Und ist so one size fits all, also sind stufenlos verstellbar hier. Und passen ziemlich gut, sie liegen sehr passgenau an und sind auch komfortabel. Was halt, wenn man jetzt sag mal zum ersten Mal On-Ear-Kopfhörer trägt, ist es halt so, dass sie nach einer Zeit oben an dem Träger ein bisschen am Kopf wehtun, aber daran gewöhnt man sich. Ja, dann schauen wir einfach mal an die Verarbeitung. Ist hier alles aus Plastik, außer jetzt halt die Metallstreben. Und hier innen drin ist es auch noch mit Metall verstärkt. Außenrum haben wir jetzt hier sowas bisschen ähnlich wie Vinyl und auch vernäht. Was ich jetzt, da ist schon der erste Kritikpunkt, was ich jetzt nicht so toll finde, sind jetzt die Nähte, die fransen schon ein bisschen auf nach einer Zeit. Und ich habe den Kopfhörer jetzt eine Woche. Aber sonst ist er ziemlich gut verarbeitet. Gucken wir uns mal das Kabel an. Hier haben wir so einen dreieckigen Stecker mit dem Coloud-Logo drauf und reißt er jetzt auch nicht so raus oder so, hält schon, ist auch schön dick und nicht so ein billiger iPod-Stecker, ist ungefähr einen Meter lang. Und das Gute ist, hat auch eine Fernbedienung, das heißt, es funktioniert mit Apple, HTC und noch einem anderen Gerät, ich glaube, das war jetzt Motorola, weiß nicht mehr genau. Und hier haben wir ein Mikrofon und einen Knopf, der etwas wackelt, was aber nichts macht, da man den sowieso nicht so oft benutzt. Leider ist nur ein Knopf dran, denn, also nur ein Button ist dran. Also man kann hier nicht Lautstärke regeln. Man kann, wenn man einmal drückt, kann man anhalten. Bei zweimaligem Drücken geht man ein Lied vor und bei dreimaligem Drücken aktiviert man die Spracheingabe. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob man das auch als Headset nutzen kann für einen PC. Aber ich glaube eher nicht, das wäre auch ziemlich umständlich. Ja, die Klangqualität ist eigentlich gut. Man muss auf jeden Fall mal das Lied von House Mafia, One Your Name, muss man auf jeden Fall hören. Da kommt der Bass richtig gut zum Vorschein und so sehen die auch von innen aus. Klang ist gut und was ich jetzt nicht erwartet hätte, ist, dass die Kopfhörer die Außengeräusche so stark abschirmen. Das ist schon extrem. Du hörst fast gar nichts, auch wenn du die Musik nur leise hörst, hörst du deinen Gesprächspartner, der mit dir redet, ob du ihm zuhörst oder nicht, hörst du überhaupt nicht mehr. Das heißt, sie sind halt auch nicht zum Fahrradfahren oder so zu empfehlen, denn da hörst du überhaupt nichts mehr. Und die kann man auch gut um den Hals tragen, was ich halt nicht so toll finde, dass man die jetzt wie andere Kopfhörer nach außen drehen dann. Das geht nicht, da wird es hier blockiert. Dazu ist halt der Bügel hier zu klein. Ja, insgesamt halt ist die Verarbeitung ziemlich gut, abgesehen von den Nähten und dem Knopf hier bei der Fernbedienung. Und passen eigentlich an jeden Kopf, es sei denn, man hat hier so einen übergroßen Kopf, wo unnützes viel Wissen drin steckt. Und die sind eigentlich auch schon robust, die halten schon was auf, vor allem die da jetzt nicht so jetzt ziemlich schlicht gehalten sind von den Formen her und nicht schnörkellos sind. Nur man sollte nicht überall irgendwo dran reiben, denn dann gehen die Nähte hier auf und sind auch schön als Stilobjekt zu tragen. Die Klinke hier hält ziemlich gut, da sie drei Ringe, ich vergleiche es immer mit den iPod-Kopfhörern, aber die hat zwei Ringe und die hält ziemlich fest, bombenfest hält die da drin. Und der ist
so dick, also nicht zu dick, aber genug dick, dass er irgendwo abgeht, aber nicht zu dick, dass er irgendwie andere Stecker beim iPod oder so blockiert. Ja, das war es eigentlich schon. Hier sieht man sie nochmal. Ich bin hier gerade auf dem Balkon, wie man vielleicht schon am Holz merkt. Das kann ich mal kurz zeigen. Und es fängt gerade an zu regnen, deshalb höre ich jetzt mal auf. Insgesamt gutes Klangbild, vor allen Dingen Bässe kommen gut raus. Also ein bisschen bassorientiert, aber weitestgehend neutral. Und mit einem Knopf, hier haben wir nochmal die Verpackung. Ja, das war das Review von den Coolout Colors C22M mit Remote Control. Ciao, bis zum nächsten Video.